aufgebaut hat, wieder mal detailverliebt wie immer. Und ich bin hier schon mehrfach rumgegeistert, muss ich gestehen. Und das mache ich immer, wenn er baut. Wenn ich weiß, er fängt an zu bauen, dann lauere ich immer, wann die ersten Sachen erscheinen. Und das geht dann meistens sehr, sehr schnell, nimmt das Formen an. Auch diesmal, ich bin schwer begeistert, Barlock, grandios. Ist einfach klasse. Anja, ich hatte hier die Frage notiert, was deine Stimme wohl macht. Diese ganz Frage. Wunderbar. Ich habe jetzt das zweite Glas Kraken rum, Intus, und jetzt ist alles egal. Ja, sie hat vorhin schon, hat sie geblockt und hat uns gezeigt, wie sie sich vorbereitet, nämlich mit Salbei. Ich weiß, was du dazu denkst, Azili, das habe ich auch gesehen, mit Kraken rum, und ich glaube, es war auch noch irgendwas anderes dabei, aber da komme ich gerade nicht drauf. Keine Ahnung, Süßkram oder Ginger sowas. Ginger Ale. Ginger Ale, genau, den würde ich jetzt am ehesten davon bevorzugen. Ja, Anja ist hier. Und hat die Stimme, wie sie sagt, ordentlich geölt. Und sie hat uns den Roman Waldesruh mitgebracht. Und wir sind im Hotel Waldesruh aus dem Roman Waldesruh. Jetzt frage ich mal als erstes, ist Waldesruh in derselben Welt angesiedelt wie die Ätherherz-Trilogie? Ja, genau. Es schließt genau an. Also Äther-Symphonie hört auf und Waldesruh fängt quasi an. Vergeht, wenn es hochkommt, glaube ich, 2-3 Monate. Wir sind am Ende des Jahres, ein paar Tage vor Silvester. Und ganz oben im Schwarzwald, wer die Gegend kennt, weiß, dass das eine wunderschöne Gegend ist für Wintersport. Dort gibt es ganz viele große Hotels und das Hotel Waldesruh ist eins davon. Das gibt's nicht in echt, nein, das habe ich erfunden. Aber es könnte es so geben. Das Tolle an diesem Hotel ist, dass es riesengroß ist und sehr exklusiv. Und da seid ihr jetzt, beziehungsweise eigentlich fangen wir an auf einer Straße. Wir fangen an mitten im Wald gleich. Aber vielleicht will der Küber noch was sagen, bevor ich loslege. Ja, du nimmst mir im Grunde die Frage schon aus dem Mund, das macht aber nichts. Ich hätte dich jetzt gefragt, worum es in dem Roman geht, und das hast du ja schon angeschnitten. Also wir finden uns gleich auf einer Straße, was zum Hotel Waldesruh führt, sehe ich das richtig? Ja, genau. Einer Serpentine. Unsere Heldin musste dringend einen Spaziergang durch den Wald machen, weil sie mit ihrer Mutter zusammen in diesem Hotel ist. Das Ganze ist für sie eine unerträgliche Situation, weil sie befindet sich an einem an einem wichtigen Punkt in ihrem Leben, wo sie entscheiden muss, wie es weitergeht, und sie will spätestens Silvester entschieden haben, was sie tut, und läuft jetzt ziellos durch den Wald und hört gleich etwas. Ja, okay. Diese Stelle werden wir euch gleich vorlesen. Du hast ein bisschen schon was über den Schwarzwald gesagt. Ich glaube, du kommst aus der Ecke ursprünglich mal. Kann das sein oder habe ich das falsch verstanden? Genau, also meine Oma wohnt in Baden-Baden. Ich selber bin am Kaiserstuhl aufgewachsen. Und wenn wir sie besucht haben, sind wir oft entweder unten rum halt Autobahn gefahren, wenn es schnell gehen musste, oder oben rum dann über die Schwarzwald-Hochstraße. Also ich kenne eigentlich den kompletten Schwarzwald von einer Seite bis zur anderen und weiß deswegen, wovon ich rede. Also aufgrund der Ortskenntnis allein schon war es für dich spannend, den Schwarzwald als Kulisse für deine Geschichte zu nehmen. Der Schwarzwald ist eine irre Möglichkeit, gerade für die Ätherwelt. Der ist ja voller Mythen und Legenden, voller kleiner Täler, in denen es Ortschaften gibt, wo es drei Nachnamen gibt. Voller Handwerkskünstler, also Schwarzwalduhren, aber auch eben Glasbläser. Also in Waldesruh geht es vorrangig um eine Glasfabrik, wo Glas hergestellt wird. Das hat uralte Tradition im Schwarzwald, weil dieses Waldglas ja oft mitten im Wald diese Hütten gebaut wurden. Und genau um so eine geht es. Ja, und genau an diese Stelle werden wir euch gleich entführen. Nicht ganz, aber es geht in die Richtung. Ja, Anja, bist du bereit? Ja. Reicht die Luft? Ich bin bereit. Bist du? Ja, die Stelle ist angefeuchtet sozusagen. Das kann losgehen. Ich hoffe, auch ich bin einigermaßen bereit. Ich werde mein Bestes versuchen. Und wenn du
du magst, dann können wir einsteigen mit der ersten Szene aus Waldesruh, die wir jetzt gemeinsam, so gut es geht, szenisch lesen werden. Ja, drückt uns die Daumen und ich wünsche euch gute Unterhaltung mit Anja Bagus Waldesruh. Er musterte sie kaum verdeckt von oben nach unten. Minerva nahm die Tasse in die linke Hand und hielt ihm die rechte hin. Freifrau von Rappenfeld-Zähringen. Verdattert nahm der Mann die angebotene Hand und verbeugte sich dann kurz. Minerva lächelte und wartete, bis der Mann sich gefasst hatte. Frau, Freifrau, stammelte er dann. Von Rappenfeld reicht. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Ein uralter Reflex, der noch immer in jedem deutschen Innenwohner Respekt vor dem Adel, ließ den Mann erzählen. Also, mir habe gearbeitet und dann hätte es ein Geräusch gegeben wie ein Schlag, aber dann hätte es auch geknallt und ich habe die Brille abzogen und da habe ich auch schon einen Schlag von hinten auf den Kopf gekriegt. Dann hat mich wer auf die Bude geschubst, wo ich warten soll, hat er gesagt, sonst würde er mich auch umbringen. Ich habe dann gemacht, was er gesagt hat und nur noch gehört, wie er mit anderen geschwätzt hätte. Der Meister hat geschrien und sie haben mir noch einen Schlag verpasst. Ich war dann weg, also bewusstlos. Das waren mehrere und sie hätten alles mitgenommen, auch die Bücher und sogar die große Maschine. Minerva nickte und wunderte sich kurz über den Redeschwall. Wo sind die denn rein und rausgekommen? Unterbrach Bischof den Mann brüsk. Es ist unglaublich. Eigentlich können die doch nicht weit sein. Die müssen einen Lastwagen gehabt haben. Minerva musterte Bischof während seines Ausbruchs kritisch. Er war groß, schätzungsweise 1,85 Meter, breite Schultern, aber schmale Hüften. Seine dunkelblonden Haare waren nach hinten gekämmt und er war glatt rasiert, was seine ausgeprägte Kinnlinie und die Wangenknochen betonte. Alles in allem war es ein starkes Gesicht von jemandem, der gewohnt war, Befehle zu geben und sie befolgt zu wissen. Hinter der dunklen Brille vermutete sie harte Augen. »Es nützt niemandem, wenn Sie hier laut werden«, sagte sie leise. »Sie sollten sich setzen«, wandte sie sich an den Arbeiter. »Wer weiß, vielleicht haben Sie eine Gehirnerschütterung.« Sie führte den Mann zu einem Stuhl. »Danke, Freifrau«, sagte der und wischte sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. Minerva spürte, dass Bischof hinter ihr stand und drehte sich um. Der Mann war wütend und sie wollte dem nicht im Weg stehen. So etwas konnte sie jetzt nicht gebrauchen. »Ich werde jetzt gehen«, sagte sie entschlossen. Sie ärgerte sich wieder über die dunklen Gläser, die dahinterliegenden Augen erfolgreich verbargen. »Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen.« Bischof streckte seine Hand aus und Minerva ergriff sie vorsichtig. »Ich habe mich nicht vorgestellt und ich weiß auch nicht, wer Sie sind. Können Sie mir das verzeihen?« Minerva biss sich auf die Unterlippe und zögerte. Aber dann zuckte sie mit den Schultern. »Selbstverständlich. Ich weiß schon, wer Sie sind.« Er grinste. Er hatte schöne Zähne, sehr weiß und ebenmäßig. Plötzlich sah er ganz anders aus. »Falk Bischof«, sagte er trotzdem noch und beugte sich zu einem angedeuteten Handkuss nach vorne. »Freifrau Minerva von Rappenfeld-Zähringen.« Sie spürte, dass seine Hand, welche die ihre bis jetzt locker gehalten hatte, nun reflexartig fester zugriff. Sie hatte ihn überrascht. Doch er ließ schnell wieder locker und richtete sich auf. »Ich bitte nochmals um Entschuldigung für meine Unhöflichkeiten, Freifrau.« Seine Stimme war weicher geworden und floss wie Samt in ihre Ohren. Er besaß Charme und wusste ihn einzusetzen. Minerva lächelte, nickte und ging dann an ihm vorbei. Er hielt sie am Arm fest. »Gehen Sie nicht«, bat er. Sie hob eine Augenbraue und er ließ sie los. »Ich meine, Sie brauchen nicht zu laufen. Ich verlasse Sie gerne fahren, wo auch immer Sie hin müssen.« »Ich wollte nur meine Tasse loswerden«, sagte Minerva und hob diese vor sein Gesicht. »Aber das finde ich wirklich nett, dass Sie mich Ihren Wagen noch einmal fahren lassen. Wo auch immer ich hin möchte?« Nun lachte er. Sie hatte ihn überlistet und das brachte sie auch zum Lächeln. »Ah, verdammt! Hier war gerade ein Mord geschehen und Sie standen hier und lachten?« Minerva wurde ernst und Falk Bischof räusperte sich.
Ja, wo auch immer Sie hin möchten, wenn Sie auf mich warten. Minerva nickte und dachte, was für Sätze, die kann man auch ganz anders verstehen.